Am 30. November fand im Kultur- und Kommunikationszentrum Sieker ein ganz besonderer Trödelmarkt statt. Unter dem Motto Fair Trödeln richteten der Inner Wheel Club Bielefeld zusammen mit der Stiftung Solidarität einen Bazar für soziale Zwecke ein. Inner Wheel Club ist eine Vereinigung von Frauen, die rotarische Partner oder Ehemänner haben. Und die Frauen können sich dann zusammenschließen zu dem inneren Rad. Rotary hat das Rad und Inner Wheel ist dann das innere Rad von Rotary. Nach erfolgreichen Projekten anderer Inner Wheel Clubs soll dies nun der Auftakt weiterer Flohmärkte sein. Wir unterstützen verschiedene Institutionen hier in Bielefeld, wie das Mädchenhaus oder Tabula oder Förderschulen, gemeinnützige Vereine. Verkauft wurde Altes und Neues mit hoher Qualität. Von Antiquitäten über Schuhe bis hin zum Pelzmantel war alles vorhanden, was das Kundenherz begehrt. Das Besondere ist doch, dass wir aus dem Umkreis Dinge gesammelt haben und dann haben unser Team das eben hier, wie Sie sehen, alles wieder ausgebreitet und präsentiert, sodass wir einen richtig schönen Bazar machen können. Eine langjährige Kundin unterstreicht die Besonderheiten des Flohmarktes. Ich finde das fantastisch gemacht. Erstmal ist es unheimlich gut sortiert hier. Zweitens ist es gut aufgebaut. Es ist sehr übersichtlich, finde ich. Und ich denke mir, Leute auch mit einem kleinen Geldbeutel können sich das hier einfach leisten.